Was tun wir jetzt, Herr? Jetzt rufen wir zur Schlacht. Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Age of Conan. So, wie versprochen, werden wir heute mal die Insel der Eisenstatuen probieren. Zumindest, mal schauen, ob wir es schaffen. Ich hatte es ja damals schon mal gemacht, aber hab's irgendwie nicht hinbekommen. Jetzt schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. So, ich mache mal das Bildmachgerät an. Servus, Leute. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Küste von Ardashir. Ich hoffe, unser Port ist schon frei. Jo, der ist schon frei. Und dann schauen wir uns doch mal die Instanz an. Ich habe in der Zwischenzeit auch ein paar Raids gemacht und ihr seht schon, ich habe eine neue Ausrüstung. Richtig, richtig nice. Die schauen wir uns aber gleich nochmal genauer an. Damit ihr ungefähr seht, auf was für einem Stand ich jetzt gerade bin. So, wir gehen hier mal runter. Und zwar, ich habe endlich die Saga-Quest abgeschlossen auf diesem Event-Server hier und habe jetzt, wie ihr schon seht, hier hinten die T6-Waffe endlich bekommen. Und so, die Ausrüstung ist der T3,5. Und ich bin jetzt gerade am probieren, dass ich die T4-Rüstung bekomme. Gar nicht so einfach, aber das werden wir schon irgendwann hinbekommen. Im MMO geht es halt auch nicht so schnell. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir doch mal hier rein und schauen wir doch mal, ob wir die Instanz jetzt machen können. Ich glaube, ich hatte eine Quest, habe ich schon. Insel der Eisenstatuen. Ja, geht. Sehr schön. Gut, Überreste des Sprösslings beschaffen. Ist hier oben. Steht die Quest. Ich weiß nicht, ob ihr gescheit lesen könnt. Ist ziemlich klein alles. So, ich buff mich nochmal durch. Und ich bin jetzt übrigens auch anders geskillt. Also, macht jetzt ein bisschen mehr Damage. So, dann können wir die gleich mal wegmachen hier. Ist bei weitem stärker wie die andere. Schauen wir mal, ob wir die auslassen können, weil die Instanz ist ziemlich lang. Und sehr hochlevelige Mobs. Ihr seht schon, die halten schon einiges aus. Oh. Gibt's hier richtig Kohle wieder. Ah, hier müssen wir schnell durch. Da bekommt man, glaube ich, Giftschaden, wenn man da rangeht. Boah. Jetzt. Okay, ich bin ein bisschen geslowt. Ihr seht schon, die machen ganz schön Schaden. Also mit zwei Mobs wird es schon schwierig. Aber ich habe noch ein bisschen was im Petto. So.
Conan, was ist los? Okay, das heißt wieder, glaube ich. Ich habe zu lange gebraucht. Weil ich glaube, ab einer gewissen Zeit, wenn man hier nicht schneller durchkommt, dann kommt der blöde Affe. Und der ist episch und der klatscht dich mal schnell instant weg. Das heißt, ich werde jetzt mal probieren, dass ich hier mal durchlaufen kann, irgendwie. Ohne, dass ich Mobs ziehe, wenn es geht. Wie gesagt, ich hatte damals schon richtig Probleme hier. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Aber ich glaube, man kann hier auch ein bisschen abkürzen. Wenn es mich nicht täuscht. Oh, nee, komm ich nicht hoch. Das ganze komische Spinnviecher rum. Viecher. Alter Schwede. Puh, okay, weiter geht's. Irgendwo ist hier dann mal so ein Punkt, wo man. Dann ging es hier weiter. Ich weiß es gar nicht mehr. Man ist halt auch immer gleich geslowt. Das ist richtig scheiße. Die ein bisschen aufhalten kann. Ich glaube, da oben ist schon das Zwischenziel. Ich hoffe, die resetten jetzt gleich mal. Ja, genau. Und hier bin ich damals, glaube ich, nicht mehr weitergekommen. Kommt jetzt auch noch hier raus. Sterbe ich da an der Tür. Nein. Okay, Leute. Das ist das, was ich meine. Nochmal. Aber jetzt müsste ja dieser blöde Spinnenbus eigentlich weg sein. Oh, ich muss nicht buffen.
Und das ist, glaube ich, auch der Hardmode. Wenn man hier durchkommt, ohne dass er einen der Affe erwischt, das erste Mal, glaube ich zumindest, dann wird der Hardmode aktiviert. Aber das ist ja bei uns schon wieder hinfällig. Schau mal, hier wollte ich eigentlich hochspringen. Das ging doch, glaube ich, mal. Wenigstens ist der Boss schon down. Dann haben wir den schon mal erledigt. Dann werde ich jetzt die blöden Leoparden da gleich killen. Okay, das scheint ziemlich anfällig gegen Elektrizitätsschaden zu sein. Rettet ja oder was? So, da ist noch einer, den werden wir auch gleich killen. Lässt du mich in Ruhe? Ja. Okay, lässt mich in Ruhe. So, Tür ist schon offen, die haben wir schon aufgemacht. Und dann schauen wir uns doch mal den Bossfeld an. Die Mechanik weiß ich ungefähr noch. Okay. Ich glaube, ich kann mal wieder zumachen. Keine Mobs reinkommen. Ich hoffe, es geht von der Aufnahme. Es sieht ziemlich dunkel aus. So, jetzt muss ich mal schauen, wie das hier war. Entdeckt Ruinen. Licht. Ja, ich brauche irgendwie einen Cast dafür. Wie war denn das? Ich habe hier nicht irgendwo ein Inventar, was? Ja, das wird nichts. Huh!
Weiß nicht mehr, wie das war, Leute. Irgendwie musste man hier... was machen. Okay, das war der Bosskampf. Hey, habe ich es geschafft oder was? Ah. Okay. Leute, ich weiß, warum es jetzt so war. Und zwar hatte ich damals den Hardmode aktiviert. Und wenn du den Hardmode aktivierst, dann musst du hier jeden einzelnen klein machen und den töten, bevor der hier zu dem Altar kommt. Aber da der Hardmode jetzt eh nicht aktiviert war, konnte ich die so killen. Und somit ging auch die Tür da hinten auf. So, Überreste des Sprösslings beschaffen. Ich hatte mir schon gedacht, ich müsste eigentlich irgendwas in meinem Inventar haben. Damit ich die klein machen kann. Aber okay. So. Kurator von Ehrlich Überreste geben. Ich glaube, ich mache mal für euch die Schatten aus. Weil es dann, glaube ich, besser ist. Ihr seht mehr. Ich glaube, so sieht zwar nicht so schön aus, aber ihr seht einfach mehr. Hätte ich noch einen Boss irgendwo? Ihr seht schon, sind gar nicht so einfach. Aber ich meine, ich bin jetzt auch schon sehr gut ausgerüstet eigentlich. Hier sind ein Haufen. Boah. Haufen Mobs.
Okay, ich würde aber sagen, die Indie ist vorbei. Also, ich glaube, man kann hier schon noch weitermachen, bloß ich habe halt keine Quests mehr. Also, ihr habt ja gesehen, dass es da hinten noch weitergehen würde. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir mal die Quest ab. Ich schalte wieder die Schatten ein. Sieht übrigens richtig nice aus, die Küste hier. Und dort, wo ihr die Kameraden seht, genau dort drunter, ist auch der T3,5 Raid. Nämlich hier drinnen. Braucht man 24 Mann, dass man das schafft. Lotuskiste nehmen. Was für eine Lotuskiste? Da hinten? Okay, das können wir später machen. Ich denke mal, wenn ich jetzt dem hier die Quest gebe, dass mir vielleicht eine neue gibt für die Eisenstatue. Okay, ja, keine Quest mehr. So, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir aber schon wieder einen Cut an der Stelle. Und ich schaue mal, vielleicht können wir in der nächsten Folge mal einen Raid oder so machen, dass ich da mal mitrenne. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal und schaut auch ruhig mal in God of War rein. Läuft jetzt aktuell bei mir. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback hinterlasst. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, lasst mir doch auch einen Kommentar unter dem Video da. Daumen nach oben oder auch ein Abo. Wie ihr lustig seid. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Andi.